Hallo, hallo, es ist wieder Freitag und das ist mein Tag, deswegen sage ich heute was zum Wochenthema, das da lautet Trans und Beziehung. Ich verknüpfe das mal so ein bisschen mit dem Berührungsängste-Video, weil ich dazu nichts gesagt habe. Ich konnte mich da eigentlich in allen Punkten Konstantin vollkommen anschließen. Ja, wie ist das, Trans und Beziehung? Schwieriges Thema, glaube ich. Ja, also vor meiner Transition hatte ich eine lange Beziehung von, ja, ich weiß nicht, so insgesamt vielleicht 2 Jahren mit Pausen. Und ja, da fiel es mir schon ziemlich schwer, mich irgendwie zu öffnen und irgendwie auch so ein bisschen frei zu sein, einfach zu leben, ohne nachzudenken oder einfach so, ich weiß nicht, wie man das richtig ausdrückt, einfach so nicht darüber nachdenken, was man gerade tut und wie man vielleicht auf andere wirkt. Und ja, bevor ich jetzt Testo bekommen habe, hätte ich mir nie im Leben vorstellen können, nochmal wirklich eine Beziehung mit allem Drum und Dran zu führen, weil mir das echt richtig, richtig, also ich weiß nicht, es hat auch wirklich mit den Berührungsängsten zu tun. Wie Konstantin es schon gesagt hat, es ist einfach dieser Zwiespalt zwischen Sehnsucht, einen Menschen an seiner Seite zu haben und dem Liebe zu geben und auch einfach die Liebe von demjenigen annehmen zu können. Und einfach dieser großen Gender Dysphoria, also diese Angst einfach bezüglich des eigenen Körpers und diese Ablehnung des eigenen Körpers. Das ist bei mir sehr stark ausgeprägt, auch immer noch, obwohl ich jetzt mitten in der Transition bin und auch überall gut akzeptiert bin und auch ja mein Testo habe, fällt mir das doch manchmal schwierig. Ja, es hat sich allerdings wirklich etwas gebessert. Ich hätte mir das letztes Jahr überhaupt nicht vorstellen können. Hingegen, also Leute, die mich kennen, wissen, dass ich momentan in einer festen Beziehung bin. Dazu möchte ich mich allerdings nicht weiter äußern, einfach nur so als Fakt. Und ja, das funktioniert ganz wunderbar und ich bin sehr glücklich, dass das so klappt und dass ich mich da öffnen kann und einfach auch das annehmen kann, dass mich ein Mensch so sehr mag, weil das mir auch generell immer schon sehr schwer gefallen ist. Einfach so. Boah, da mag dich ein Mensch so sehr und das einfach anzunehmen, das war sehr, sehr schwer, weil man hat ja immer so ein gewisses Selbstbild von sich und setzt sich da so ein bisschen rein und glaubt, man wäre es vielleicht nicht wert, geliebt zu werden oder einfach so geliebt zu werden, wie man halt gerade ist, weil man sich selbst ja nicht so mag. Ja, das ist zum Beispiel durchs Testo jetzt wunderbar gut geworden und ja, ich bin sehr glücklich damit. Was jetzt so die Partnerschaften angeht, ist es natürlich schwierig, einen Menschen an seiner Seite zu haben, der nicht selbst transident ist, weil man vielleicht durchaus das Gefühl haben könnte, derjenige versteht einen nicht richtig oder kann das vielleicht gar nicht so nachempfinden, was man gerade durchmacht, welche Schritte man alle gehen muss und wie man sich in Bezug auf den eigenen Körper fühlt. Vielleicht ist es da tatsächlich besser, jemanden zu haben, der das nachempfinden kann. Ich weiß es nicht, wie das jetzt so generell gesehen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass man dann einfach das Gefühl hat, derjenige versteht einen besser, kann das nachvollziehen, welchen Weg man geht und was man gerade durchmacht. Andererseits ist es natürlich auch schwierig, auch wiederum, das hat Konstantin schon gesagt, da kann ich mich komplett anschließen, ist es eben schwierig, wenn man zum Beispiel mit einem anderen Transmann oder einer Transfrau zusammen ist. Und man selbst ist weiter in dem Weg, den man geht, als der Partner oder die Partnerin. Weil, ja, man Dinge erzählt und man freut sich, dass es vorangeht mit den Gutachten und mit dem Testo oder mit dem Östrogen in dem Falle oder je nachdem, wie das jetzt gerade ist. Und der andere steckt so ein bisschen fest in der Situation. Also mir fällt es immer ganz schwer, davon zu erzählen, wie gut das einfach bei mir vorangeht, weil ich denke, ah, der andere fühlt sich halt gerade voll scheiße, weil es bei ihm gerade nicht vorangeht oder man einfach so mittendrin feststeckt. Ja, also diesbezüglich gibt es sicher Vor- und Nachteile, entweder mit jemandem zusammen zu sein, der auch transident ist oder halt eben nicht. Ja, generell ist es immer schön, jemanden an der Seite zu haben, nur egal ob männlich, weiblich, transident oder nicht transident, der einen irgendwo versteht und der einem auch das Gefühl gibt, dass man geliebt wird, so wie man ist
der es gleichzeitig versteht, dass man sich aber trotzdem irgendwie in eine gewisse Art und Weise verändern wird, auch wenn es nur körperlich ist. Weil so kitschig das auch klingt, letztendlich liebt man ja in erster Linie den Menschen und nicht die Geschlechtsmerkmale. Ja. Jo. Keine Ahnung, ich habe immer zum Schluss einen Abbruch, wenn ich alles gesagt habe und dann ist mein Kopf leer. Ja, das war es soweit, was ich zum Thema sagen kann. Guckt euch am besten nochmal Konstantins Videos an zu Berührungsängsten und jetzt auch zu dem aktuellen Wochenthema Trans und Beziehungen. Dieser Mann ist sehr weise und spricht mir jedes Mal wirklich sehr aus der Seele. Gehabt euch wohl, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder in alter neuer Frische. Bleibt sauber und anständig und bis dahin macht's gut. Ciao.